Freundinnen und Freunde der TU Darmstadt, seien Sie alle sehr herzlich begrüßt und insbesondere natürlich die Preisträgerinnen und Preisträger. Hätten wir nicht Ihre Unterstützung, dann hätten wir keine Chance gehabt, 13 Top-Dissertationen in allen Fachbereichen auszuzeichnen. In meiner Dissertation ging es um die Modellierung menschlicher Wahrnehmung und Entscheidungsfindung und das Ganze mit Hilfe von probabilistischen, also mathematischen Modellen. Und im Zuge dessen sind wir auch auf potenzielle Erklärungen für vermeintlich suboptimales menschliches Verhalten gestoßen. Ich habe mich in meiner Dissertation mit Verbundsicherheitsglas befasst. Das kennen Sie wahrscheinlich von der Windschutzscheibe in Ihrem Auto oder von großen Glasüberdachungen. Und Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei Glasscheiben mit einer Folie dazwischen. Und in meiner Dissertation habe ich das Materialverhalten dieser Folie untersucht in Abhängigkeit von unterschiedlichen Parametern. Ich habe in meiner Doktorarbeit mir angeschaut, also das Wissen, auf dem wir gesellschaftspolitische Entscheidungen treffen, in dem Fall um Pestizide, wie das geformt wird durch die rhetorischen Strategien, die sprachlichen und bildlichen Mittel, die gewählt werden. Wie eben auch schon in der Vorrede angeklungen ist, verändert Automatisierung unseren Alltag. Und Automatisierung ist auch mit dafür verantwortlich für eine steigende Lohn- und Einkommensungleichheit. Und in meiner Dissertation habe ich mich mit drei Politikinstrumenten auseinandergesetzt, die sich mit der Reduzierung von Ungleichheit im Kontext von Automatisierung auseinandersetzen. In my PhD thesis I looked into urban green spaces in growing cities in the Frankfurt Rhein-Main metropolitan region. And I looked into whether if it is possible to do urban densification and inner development while at the same time improving the social and ecological qualities of the urban green spaces that are located in the inner city areas. Ich habe mich mit dem Internet befasst, und zwar konkret, wie kann man das besser machen? Besser heißt zum einen leistungsfähiger, zum anderen aber auch energieeffizienter. Und wir haben ja vorhin von dem tollen Geodreieck gehört. Das hat ja drei Ecken, nicht nur eine. Wie kann man auch die anderen zwei Ecken besser mit zukünftiger Technik umsetzen? Konkret habe ich mich da mit Hardwarebeschleunigung befasst. Und ja, die Ergebnisse haben gezeigt, dass das ein ganz guter Ansatz sein könnte. Und hoffentlich wird er in Zukunft auch vermehrt umgesetzt. Ich habe mich mit Datenbanken beschäftigt. Das sind Systeme, damit man Daten verwalten kann und abfragen kann. Und ich habe mir da angeguckt, wie man dafür sorgen kann, dass sie selber lernen, effizienter zu arbeiten. Und so kann man eben große Datenmengen effizienter analysieren und spart eben Geld. Ja, ich beschäftige mich mit dem Langens-Programm. Das versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen Zahlentheorie auf der einen Seite und analytischen Objekten auf der anderen Seite, und genau, in meiner Dissertation habe ich bestimmte geometrische Objekte konstruiert, um diese Verbindung irgendwie herzustellen. I basically tested innovative materials to protect space explorers from cosmic radiation for the mission to Mars. Ich habe mich mit der Umsetzung von Kohlenstoffdioxid, also CO2, beschäftigt, und ich habe versucht, dieses Molekül zu besseren Molekülen zu machen, und untersucht habe ich das tatsächlich mit Licht, genauer gesagt mit Spektroskopie, um zu gucken, was mit diesem Molekül auf verschiedenen Katalysatoroberflächen passiert.
I think now we have really great example. Now it's pollen season, so my PhD was dealing with allergy treatment, and I was investigated some novel adjuvants to see their potential for type 1 allergy treatment. Ich glaube, man muss sich generell für die Freiheit der Wissenschaft einsetzen, damit die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre eigenen Ideen verfolgen können, ihre Projekte verfolgen können und auch zu unabhängigen Ergebnissen kommen können, die uns alle voranbringen. Und das ist ja die Idee der freien Universitäten. Und dieser Idee haben wir uns verschrieben.